Ja, irgendwer muss die ja haben, schwarz-weiß, ne? Das machen Hansi und ich auch immer vor jedem Stream. Okay, Deadshot. Dann wird das eine Erfahrung für mich. Ich finde es übrigens irgendwie doof, dass Madden angezeigt wird, was das Potenzial der Spieler ist. Es wäre doch viel spannender, wenn man es nicht wüsste, oder? So ist ja alles schon klar. Also ich finde es cooler, glaube ich, bei sowas, wenn man es nicht weiß. So, Spiel Nummer 3 heute. Kickoff right. Und weg damit. Ist es so, Cedric? Okay. Wusste ich nicht. Also sollte es so sein. So, fangen wir doch mal mit einem Man-Verteidigung an. Er läuft selbst. Da läuft er einfach selbst, der Trey, ne? Auch wenn ein bisschen komisch gelaufen ist, finde ich. Der hat einen Stern? Trey Lance? Flagge. Jawohl. Expect me, hau mal Ausrufezeichen Madden in den Chat, dann siehst du's. Aber ich spiele Fantasy Franchise. Nicht als Borrow, sondern als Team. Du kannst dann trotzdem in einem Draft am Anfang Spieler einfach wählen. Ist ein eigener Modus in Madden. Quasi, es gibt, also alle Spieler sind, oh, kurz konzentrieren, sehr schön. Alle Spieler werden aus den Teams rausgeholt, es gibt einen Draft, du pickst von Anfang an und stellst dein eigenes Team zusammen. Dritter und 18, gute Defense. Er hat ihn, der erste Turnover. First Turnover. Und wieder Bouillet, oder? Der fängt die meisten Deceptions bei uns. Geil. Okay, es sind wir dran. Hab ich zu lange gezögert. Clowny, 2 und 14. Fuck. Fuck. Zu lange zögert. Ja, Amok. Aber das stand auch da und das habe ich auch gesagt. Insgesamt 5. Dritter und 4. Dritter und 4. Boah. Na, der ist drin! Nein, der ist nicht drin. Ich habe Secure Catch gemacht. Oh, schade, der Wurf war so gut. Boah. Scheiße. Ah,
zu kurz. Nein, er ist gut. 3-0. Boah, schade. Ich dachte, der Pass wäre gut gewesen. Hat OBJ den nicht bekommen. Naja, 3-0. Immerhin. Schade. Aber ein Turnover, Leute. Turnover-Bilanz 1. Zählt auch Turnover und Downs? Ich hätte gesagt nein, aber dürfte gerne Fabian entscheiden, der hat die Wette gemacht. Ich hätte jetzt gesagt, wie ich nur Turnover, Interception und Fumble. Aber wie Hansi will. World of Flow. Wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Du kommst gerade zu einem Spiel der Miami Dolphins gegen die Houston Texans. Es steht 3-0 für uns. Wir stehen in der Season 7-1 und die Texans stehen 5-3. Ja, Hattie. Dieses Play auf OBJ ist geil, ne? Wo er so von links nach rechts rüberläuft. Den Cross macht. Gefällt mir. Und Burrow hat das echt gut drauf, in der Bewegung da zu werfen. Genau, Alex. Fantasy-Franchise-Flow. Muss ich vielleicht eine Headline, das, also das ist kein Vorwurf, muss ich das in der Headline vielleicht besser hervorheben mit dem Ausrufezeichen Madden, dass man es abruft? Das steht halt mittendrin zwischen den ganzen Ausrufezeichen. Soll ich es vielleicht ein bisschen irgendwie nach vorne packen, Leute, oder so? Oh! Scheiße. Safety ist ja kein Turnover, oder? In dem Sinne. Also ja, hätte ich auch nicht. Also mir egal. Mal gucken, ob es passiert. Muss Hansi sagen. Ich hätte auch gesagt, Interception und Fumble. Endlich mal der Sack, Leute. Sue. Verstehe den Satz nicht ganz, Cedric. Ich finde das nicht erkenntlich. Ist, dass es da um den Modus geht, den du spielst? Du meinst in dem Command? Mike spielt aktuell Fantasy-Franchise mit den Miami Dolphins. Achso, du meinst in der Headline? Ja gut, ich kann halt nicht in jedem Stream immer das erklären, ne? Also in der Headline. Ich glaube, im Command versteht man es schon. 2. und 16. Na. Glaube ich, Sinistris. Hä, war das ein Fumble? Alter, ich hab gar nicht hingeguckt. Was? Ich hab das nicht gesehen. Fumble? Leute, Fumble! Ich habe in den Chat geguckt. Ich habe gesehen, er haut ihn um und dachte, es ist vorbei. Fumble! Zweiter Turnover. Was? Ja, also ich finde... Booth Review, okay. Ich dachte schon. Fantasy Franchise ist ein Modus, wo alle Spieler in einen Pool kommen. Also kein Spieler spielt mehr für irgendein Team. Alle spielen für kein Team. Und dann wie früher in der Schule pickst du nach und nach deinen Spieler, den du in deinem Team haben willst, in einem großen Draft. Und dann hast du einen Wunsch, ein Fantasy-Franchise-Team. Ja, ich habe auch die Bremse zurück. Ja, 3. und 2, okay. Wäre auch komisch, ich habe es gar nicht gesehen. Ich glaube, jetzt habe ich es gut erklärt, Flo, oder? Ja, scheiße. Oder Mods, was meint ihr? Wollen wir nochmal Fantasy-Franchise in einem Command erklären? Irgendwie Ausrufezeichen-Modus oder Ausrufezeichen... Nee, offline. Also es geht online, aber es geht auch offline, Flo. Ich spiele gegen KI auf All-Pro. Weil es fragen ja so viele Leute. Jedem Stream kommen 10 Leute und fragen. Vielleicht müssen wir es vielleicht echt nochmal erklären. Nein! Der hätte man fangen können. Oh, schade. Okay, Hansi. Und er fängt ihn. Drive ist halt gut. Ja klar, Fantasy Draft, das ist es ja, Flo. Fantasy Franchise ist mit Fantasy Draft.
Aber das steht doch auch im Command. Leute, Ausrufezeichen Madden, da steht doch drin, Mike spielt Fantasy Franchise. Er hat einen Fantasy Draft gemacht und ein eigenes Team. Ihr müsst nur den Command abrufen. Mist. Also eigentlich, nee, wir brauchen keinen Command. Das steht da drin. Das steht da wirklich da drin. Wir müssen, also ich sag jetzt einfach immer Ausrufezeichen Madden. Da müssten eigentlich alle Fragen beantwortet werden. Nee, nee, Fabian, alles gut. Weil ich dachte, es steht nicht so drin, aber steht drin. So, ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren. 2007, die machen gerade einen guten Drive, leider. Ja, die Schwierigkeit könnten wir jetzt noch einnehmen, das stimmt. All Pro. Hast du recht, schwarz-weiß. Top-Tipps. Umso mehr du spielst, desto besser wirst du. Probier dich aus, damit du verschiedene Spielzüge kennenlernst. Und eine Defense mit dem Linebacker spielen oder mit dem D-Liner, nicht mit den Safeties. Jawohl. Ja, Quarterback, der laufen kann, auch gut. Und generell reicht auch ein Fragezeichen statt drei. Tipp fürs Leben. 4. und 18. Jawohl, 3-3, ey. Knappes Spiel. Also nur ein Turnover, ne? Der eine wurde zurückgenommen. Bisher nur ein Turnover. Okay. Alles gut, Flo. Just saying. Muss dich nicht entschuldigen. 4 Minuten 23. Slants. Schön. 2001. Bisschen adjusten. Musste ich wegwerfen. I had to. Dritter und eins. Wichtig. Sehr wichtig. Oh, Xaver. Süß. Wie heißt die Katze? So, versuchen nochmal einen Lauf. Same, same. Auch mit der Katze, Dennis. Oder heißt die Katze Vitamalz? Alter, ich bin so schlecht in diesem Stretchlauf, ne? Ach, Mann. 2011. Tigger, geil. Du kniest ab, indem du nichts drückst bei einem Kickoff, wenn du in der eigenen Zone stehst. Oder Doppeldreieck für Safe Catch. Scheiße! Und du wirfst weg, indem du auf den rechten Stick drauf drückst. Dritter und 11. Das war gar nicht gut. Oh Mann. Okay, wir brauchen jetzt ein gutes Play mit Kelsey. Scheiße, das wird jetzt ein... Das war richtig schlecht, die drei Spielzüge. Wir müssen punten. Oh, no. Das war richtig schlecht. Die letzten drei Spielzüge. Zu wenig konzentriert. Hallo, Moxig. Ah. Okay, Cedric. Ich muss mich da mehr konzentrieren. Oh, 3-3, Low Scoring, ey. Ebenso viele Punkte, jetzt wenig, ne? Scheiße, haben die nochmal Zeit?
Nein. Alter, Trey Lance, Riesenplay. Der hat zu viel Zeit da, ne? Müssen ihn vielleicht ein bisschen mehr blitzen. Ich blitze jetzt mal. So viel dazu. Trey Lance macht das richtig gut. Gut, wer weiß, ob das dann ein Pick wird, ne? Komm, nochmal blitzen. Oh! Marcy's Fotowelt, Servus! Stimmt, wir hatten lange keinen Sub mehr, ne? Dankeschön für 8 Monate. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, es geht dir gut. Schön, dass du reinschaust. Küsschen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Marcy. Komm jetzt, Defense. 2. und 6. Ich finde, die Offense von denen sieht bisher besser aus als unsere. Trey Lance macht das sehr, sehr gut. 3. und 2. 3. und 2. Ich stelle auch mal um, Flo. Nein! Oh Mann. Gutes Play von denen. Scheiße. Ja, die. Boah. Ja, ja. Oh, er fängt ihn nicht. Oh mein Gott, das muss eigentlich ein Touchdown sein. 3. und Goal. Was passiert hier? 3. und Goal. Hallo Sarah. Guten Abend. Geil, Mastis Fotowelt. 3. und Goal. Nein. Nein. Da war die Lücke, Alter. Ach, jetzt haben sie es gut gemacht, weil wenig Zeit da ist, ne? Ah. Cryram, moin. Oh, der Voice Crack, Alter. Cryram, Grüße. Cryram. Ach, 10-3 führen die. Und verdient, weil ich nicht ganz bei der Sache war. Komm jetzt. Ja, ich empfehle das Spiel. Ist gerade im Angebot, habe ich gehört. Macht viel Spaß. Let's go. 3 Timeouts, 47 Sekunden. Alter, der Blitz. Boah, ich wollte gerade werfen. Ist schwierig, die Defense von denen ist stark. Ich habe kaum Zeit. Geht sehr gut, Sarah. Ich bin nur gerade ein bisschen unter Druck hier. Aber alles gut. Ich hoffe, es geht dir auch gut. Keine Chance. Und ich falle noch inbound. Die nehmen das Timeout. 3. und 19. Was? Die wollen den Ball. Oh mein Gott. Katastrophe. Let's go. Ja, ich werfe einen Pick. Fuck! Was spiele ich? Ich schenke dir nochmal Punkte vor der Halbzeit. Das war Quick Slants, da ist auch ein dummer Spielzug. Ich wollte normale Slants, aber ich habe sie nicht gefunden. Ey, wir müssen Lance mal... Die schaffen es. Junge, Trey Lance spielt. Das gab meine schlechteste Saisonleistung, glaube ich. Die sind gar nicht so krass. Also, wobei, das stimmt auch so nicht. Trey Lance spielt krass und die Defense ist krass. Die haben kein Laufspiel. Nur Trey Lance. 17-3. 2 Turnover. Das klingt nicht so gut, Sarah.
Flo, ich kann gerade nicht so viele Fragen beantworten, weil ich mich sonst zu sehr hier nicht konzentriere. Mein erster Pick war Joe Burrow. Quarterback. Ja, alles gut, Flo. Vielleicht kann der Chat hier ein bisschen mehr beantworten. Es tut mir leid, Sarah. Vielleicht kriege ich dich ja jetzt ein bisschen motiviert mit meinem schlechten Gameplay. 23 Sekunden. Ein langer Ball. Eine Interception. Wichtig! Wie viel Zeit haben wir noch? 15 Sekunden? Oh mein Gott, OBJ, du Legende. Oh mein Gott, du Legende. Was? Als ob er den fängt. Oh, wir haben eine Chance. OBJ, Alter. OBJ, Alter. Oh mein Gott. Bitte was, dass Burrow den anbringt? Alter, was ein Spiel. Schon wieder. Puh, Alter, was ist hier gerade in der letzten Minute alles passiert? Zumindest One Score. Nachdem wir so weggeworfen haben. Wir machen es wieder spannend, Chat. Boah. 9 Sekunden. Sechs Sekunden. Spinne ich es nochmal? Mike Rückerl, grüße, ja, sieht ihn ab. Mach das, Sarah. So, Halbzeit. Ein Score. Boah. Was ein Spiel. Und zwei Turnover. Ja, Sarah, ich war gestern auch ein bisschen im Arsch, wenn ich ehrlich bin. Fabian, ich würde dich nie ignorieren, weil ich dich liebe. Nee, es gefällt mir nicht. Ah, egal, komm, wir versuchen es. Lieber werfe ich weg. Flagge, PI. Das ist ein PI. Eisbätzle, Dankeschön für den Follow. Oder? PI. Ja. Oh mein Gott. Geil. Ja, ich spiele gegen KI. Zwei. So. Slot Corner. Buggy. Nein! Er ist der dritte Turnover von mir. Junge, was spiele ich hier denn? Drew Daigle, danke schön für den Follow. Oh Mann, Mike. Also das, so viele Turnover hatte ich noch nie in einem Spiel. War auch wieder zu vermeiden. Es ist halt schwer, ein Spiel zu gewinnen, wenn du drei Turnover hast. 2-1, meine Güte. Dritter und eins, oder? Der war nicht drüber.
Doch. Ah, oh, kein gutes Spiel bisher. Er verteilt den Slot. Dennis, also so dumm es klingt. Gibt einen Slot Receiver. Zweiter und sieben. Schon wieder laufen sie. Dritter und neun. Komm, Defense. Let's go, Defense. Ja, Sarah. Sarah, wann saufen wir endlich hier mal zusammen? Ich will feiern mit dir. Defense. Hä? Wieso geht er nicht zum Ball? Das wäre eine Interception. Egal, wir haben den Ball. Moin, Sergeant Dynamo. Ich versuch's, Philipp. I try. So, jetzt mal kein Turnover, bitte. Laufspiel ein bisschen mehr etablieren. Ja, Flo. Sehr schön, ein paar Yards gemacht. Das wäre der dritte Rush, ne? 2004. Nochmal. Bist du neidisch? Nö. Ich freue mich brutal für Froni. Neidisch bin ich 0,0. Wäre ich gerne in Los Angeles? Ja, aber auf sie bin ich nicht neidisch. Ich gönn's ihr komplett. 100%. Am 5.3. Nice, Sarah. Du kommst dann zu mir. Okay, jetzt verteidigen sie den Lauf. Dann versuchen wir jetzt mal. Komm mal. Wären wir mal crazy. Okay, dumm. Dummer Spielzug. Dummer Spielzug, Mike. Don't do this. Und hallo, Flo. So, jetzt OBJ. Das ist OBJs Spielzug. OBJ. Glück gehabt, Flagge. Bitte gegen die. Roughing the passer, echt? Jo, nehme ich? Bin ich ehrlich? Wichtig. Boah, ist der weit weg. Okay, Mike, weniger lange Pässe, würde ich sagen. Mehr kurze. First down, oder? Schön. Erstmal gibt's was anderes als Rührei. Am nächsten Morgen dann eventuell, ja. Nein, oh, wichtig, Kelce. Der Pass war wieder gefährlich. Puh. Schade. Slipscreen, Leute. Es ist Zeit für den Slipscreen. Ja, kennst du mich ja. Mike kennt Mike. Sehr gut, Sarah. Würde mich freuen. So, Leute, ich krieg das Play nie hin. Krieg's hin? Ja, ich krieg's hin. Und wie? Slipscreen Pro, Alter. Ich weiß nicht, wer das damals war. Irgendwer meinte, Mike, du musst dich mehr nach hinten droppen lassen beim Slipscreen. Das war der beste Tipp der Welt. Wahnsinn, dich natürlich auch, wenn du deinen Urlaub hast. Lass uns erstmal den Super Bowl überstehen, dann gucken wir mal. Und ich hoffe halt, dass im März auch ein bisschen mehr geht mit Corona. Oh, oh, oh,
der ist gut. 17-17. Wir sind back, Leute. Wir sind back. Wir lagen 17-3 zurück. Wir haben es geschafft, zurückzukommen. Ende April. Boah, shit, Sarah, das ist natürlich schlechtes Timing. Das ist echt schlecht. Aber was heißt Probeklausur? Also ist es eine richtige oder was ist das? Ringolux, dankeschön für den Follow. So, Leute, 17-17. 19 Sekunden. Jawohl, runter mit dem. Wie viel Turnover hatten wir? 3 oder 4? 3, oder? 4? Oh, scheiße, Gideon. Das riecht blöd. Wieso gute Nacht? Mumi, am Morgen nach dem Super Bowl, nicht jetzt. Ja, Mumi, hätte ich jetzt auch gerne. Scheiße, Dachschaden. So, letztes Quarter. Trey Lance macht ein riesen Spiel. Kriegt ihn nicht zu packen. Vielleicht jetzt. Alter, kann den mal irgendjemand stoppen? Niemand gegen... Also Trey Lance, Wahnsinn. 2004. 3. Oh, bitte, Mumi. Ja, runter, jawohl. 3-6. Komm, contain. Damit er nicht mal wegrennt, hier der Kollege. Ja, und der schafft's wieder. Und ich laufe irgendwo hin mit dem Verteidiger. Super. Bei Ran Dennis. Morgen 21 Uhr PK auf Ran. Oh, danke schön, Cryram. Vielen lieben Dank für das süße Kompliment. Freut mich, wenn du reinhörst. Dankeschön. Sehr gut, Maeve. Freut mich. Oh, jawohl, runter. Also immer, wenn wir beim Third Down sind, schaffen sie es irgendwie, ne? Wir blitzen nochmal. Ich habe das Gefühl, wir müssen mehr blitzen. Aber immer wenn ich ihn blitze, weicht er mir aus, der Lance. Krass, dass der auch so ein Superstar ist. Guck mal, schon wieder. Ich blitze. Dritter 9. Mumino, es wäre schon schön, wenn du als mein Motti hier zuhören würdest. Ne? Ich finde das echt klasse, denn. Hab da jetzt auch keinen Kappa gelesen. Vierter und 9, die spielen's. Die spielen 4. und 9. Okay, wichtiger Moment. Nein, sie kicken. Hä? Wieso wird mir angezeigt, dass sie spielen? Ich bin verwirrt. Alter, der Kick ist ja der schlimmste Kick, den ich je gesehen habe. Okay, krass, Sarah. Weil es out of range ist. Ja, erklärt alles der Trick. Ja gut, nehmen wir, ne? Das kapiert das Game nicht ganz. Ja, das ist bitter, Sarah. Komm jetzt, Chat. Mit der Uhr clever spielen. Schön. Versteht keiner. Ja, abwarten, Schoolboy. Wir hatten das Thema heute schon sehr, sehr oft. Abwarten. Komm, guter Lauf jetzt hier. Second in inches. Lass mal ein bisschen Zeit für eine Uhr nehmen, würde ich sagen. Schön. Ja, Buggy. Erster und 10. Minute Warning. Jawohl. Weil wir gerade dabei sind, ich weiß nicht, was ich am nächsten Woche machen soll. Montag Philipp Romantiker, Dienstag Vollmer Kuhn, Donnerstag Downside Talk, Freitag wieder Philipp Romantiker. Das wird mir alles fehlen.
Wieso? Wir machen doch weiter, Free Jack. Also ich weiß nicht, was die anderen Podcasts machen. Buggy, alles gut. Aber wir werden einmal die Woche mindestens weitermachen. Wie letztes Jahr haben wir auch keine Pause gemacht. Boah, shit. 2.9. Komm schon. Wozu die sinnvoll ist, heutzutage wahrscheinlich, um Commercials zu machen. Und damals Dynamo, als sie eingeführt wurde, ganz, ganz früher, war das einfach nur als Zeichen für die Spieler, dass noch 2 Minuten zu spielen sind. Falls sie das nicht wissen. So, dass du noch weißt, quasi, so noch 2 Minuten, dann ist das Spiel vorbei. Jetzt wird's immer ernst. Schön. Pille für Mann, da hast du den Link, Dennis. Carsten Spengemann und ich machen den. Genau, perfekt. Patex. 4. Über einen Pass, oder? Komm, wir machen mal einen Pass. Ich will es nicht. Zur Not werfe ich weg. Okay, ich werfe weg. Selunte, dankeschön für den Follow. So. 48 Yards. Let's go. Sehr guter Kick, oder? Mega. Aber die kriegen jetzt nochmal den Ball. Die kriegen jetzt nochmal den Ball. Wir dürfen keinen Touchdown zulassen. Wenn wir einen Touchdown zulassen, verlieren wir dieses Spiel, Alter. Hetty ist immer eine Maschine. Oh, ich habe ein ungutes Gefühl, Trey Lance, ey. Komm, gute Defense jetzt. Ist noch nicht vorbei, Tortillas. Ist noch nicht vorbei. Wir müssen jetzt den Touchdown vereiteln. Ja, jawohl. Einfach nur inbound runterbringen. Dritter und 6 schon. Wichtig. Ganz, ganz wichtig. Dritter und 6. Komm, Defense. Gewinnt das Spiel für uns. Ja. Ja. Komm, Vierter und 14. Vierter und 14. Vierter und 14. Weg. Jetzt kannst du schreiben, Tortillas. Also wie viele Turnover hatten wir? Weniger als 5 auf jeden Fall, ne? Hatten wir überhaupt schon mal 5 Turnover? Noch nie, oder? Alter. Ich meine, es sind und bleiben ja knappe Spiele, ne? 2017. Ich meine, wir haben nur einmal verloren, aber es sind immer knappe Spiele. Hansi, danke schön für die ganze geile Modarbeit wieder. Küsschen und ich wünsche dir morgen einen schönen Arbeitstag, Fabian. Vielen lieben Dank. Nächster Drop, nice. Chat, GG's. Wichtiger Win hier. Ganz wichtiger Win. 3 Punkte, ey. Und wir haben keinen Punkt mehr zugelassen in der zweiten Halbzeit. Wir lagen 17-3 zurück und haben 20-17 gewonnen. Das war das stärkste Comeback der Season. Am Anfang war ich so von der Rolle. Boah. Hoffe ich auch, Fabian. LP Droven, Grüße. Das kann ich leider nicht einschätzen, weil ich nie Ultimate Team spiele. Kann ich dir echt nicht sagen. Mir macht Spaß, das Spiel, und ich glaube, es ist gerade im Angebot bei Steam und so. Ich glaube auch beim PlayStation auch, glaube ich. Aber ich, Ultimate Team kann ich dir überhaupt nicht einschätzen. Vielleicht weiß der Chat da mehr. Vielleicht spielt das jemand. Nächster Win. Nice.
Ich spiele Fantasy Franchise. Hau mal Ausrufezeichen Madden in den Chat, dann wird's dir erklärt. Ich muss kurz aufs Klo, Leute. Ich mach Mucke an. Und wir spielen dann noch ein Spiel. Ich hab Bock. Habt ihr auch noch Bock? Haben wir schon drei Spiele gemacht? Machen gleich noch ein viertes. Let's go. Bis gleich.